Kind. Tu ich nicht. Tust du wohl. Ich kann es ständig riechen. Du kennst keine Verderbnis. Heil dir, Osiris. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Ja. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja, wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Lasst sie nicht reglos bleiben. Lasst sie nicht verderben. Lasst sie nicht reglos bleiben. Lasst sie nicht verderben. Ohne Regung, ohne Rührung. Bla bla bla. Bla bla bla. Hi! Stirb, du Sau! Hey. Oh, hi! Autsch! Oh, was ist denn hier? Hallöchen. Ja, okay, hier komme ich nicht rein. Schon wieder das Umhergesuche hier. Ups. Ja, hier oben wohl kaum. Geht's wieder raus. Hier stinkt was, ja? Ah, hier. Verstorbene. Vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht richtig mumifiziert wurden. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Oh. Es ist ein Vergehen gegen die Toten. Hier, das Fleisch ist verfault, aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Da hat jemand die Mumifizierung versaut. Jo, hallo?
meine Füße. Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja, der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind 2 Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Ach Quatsch. Werden die Leichname hierher gebracht? Ja. Dies ist das Tor zum Ibu. Zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß. So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. Nee. Der Mann ist vermutlich unschuldig. Was machst du? Ja, ich weiß. Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Nein. Noch nicht. Mach schneller. Du. Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn. Nutzloses Organ. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Wie war das? Man nahm einen glühend heißen Schürhaken, schob ihn durch die Nasenlöcher rein und verquirlte das Gehirn und hat es durch die Nasenlöcher wieder rausgerissen. Genau so. Oh, da drüben ist da jemand. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Natron. Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Uh-huh. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Wo zur Hölle komme ich hier raus? Hallo! Ich will hier raus! Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Hm. Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar. Wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus. Gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Aha. Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Hier ist das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Tja. Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan.
Er sagt, er täte dasselbe mit meiner Tochter. Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte! Hilf mir, und ich beende es. Hier. Ich behielt sie. Nimm sie. Da fehlte was. Ich schick den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Autsch. Ein Priester streckte das Nathorn. Ich räuchere dieses Schlangennest ein für alle Mal aus. Wie war das, Krokodile? Wieso der leidende Einbalsamierer kann. Hat wohl doch so einen Scheiß. Nun schlafen die Toten von Memphis wieder ruhig. Das warum, wieso, weshalb, weiß ich jetzt zwar immer noch nicht, aber hey, was soll's. Komme ich irgendwie wieder raus? Nebenquest. Krokodile in der Nähe des Abris-Palastes sind sehr erregt. Ist es Paarungszeit oder gibt es einen verhängnisvollen Grund dafür? Eieiei, was machen wir denn jetzt hier? Jetzt schauen wir noch den Krokodilen oder was? Alles klar. Niu, halt dich fest. Okay, dann hier die nicht. Er wird sich noch das Genick brechen. Das ist nicht. Hoch! Magi! Hallo! Magi! Ja! Komm her. Ja! Was will dieser Schiffer? Magi! Komm und setz dich zu mir! Oh, okay. Würdest du mich vielleicht als Reisegefährten akzeptieren? Dann gebe ich mir einen Titel. Wie wäre es mit Tutmosis der Furchtbare? Bitte? Ich reise allein. Natürlich. Hast du das vom Palast gehört? Von den Horden von Krokodilen dort? Schrecklich. So viele Tote. Ich wurde angeheuert, die Bestien zu erschlagen. Doch jemand reizt sie, indem er Blut ins Wasser kippt. Und du willst meine Hilfe? Ja, ja! Dir macht ein Krokodilbiss so viel aus wie anderen ein Bremsenstich. Töte die Krokodile beim Palast und mein halber Lohn gehört dir. Was sagst du, Nur der halbe? Ich bin ein guter Krokodiletöter. Ach, ich wusste, auf dich ist Verlass. Magi der Mächtige, Magi der Majestätische, Magi der... Halt die Klappe! Vergiss es! Halt die Klappe! Am Nordrand der Stadt gibt es eine verborgene Höhle. Triff mich dort heute Nacht. Moment. Krokodil reimt sich auf Besenstiel. Das merke ich mir. Oh. Hey, was auch immer du geraucht hast, mach's weg. Hallo? Als ob ich hier nicht hochkommen hörte. Ich kann schon sagen, spittisch. Neck. Der Krokodilgott selbst würde weniger Unheil stiften. Sie sind viel reizbarer als sonst.
So viele tote Krokodile sollten genug für Tutmosis sein. Viele Krokodile. Ah, oh nein, er färbt auf mich ab. Man sollte vielleicht auch mal die Ursache rausfinden, wer das hier veranstaltet, oder? Au! Oh, mein Ohr juckt. Mir läuft einfach seelenruhig hier durchs Wasser. Okay. Also scheint es ja wohl doch nicht so schlimm gewesen zu sein. Hi. Heute Nacht decke ich alles auf. Meinst du? Hallo, hallo. Komm wieder, sobald der Himmel dunkel ist. Ach so. Einst traf ich einen allmächtigen Magi. Der hielt die Gegend krokodilfrei. Moment, weiß ich das? Nein, das reimt sich nicht. Ja, doch, okay. Vielleicht eigentlich schon. So. Aber bevor wir hier reinstarten, brauche ich mal eine ganz kurze Pause. So. Merkel, was ich hier vor mir sehe, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Mimimi. Der Palast quillt über vor Sobeks Toten. Hast du gesehen? Im Becken menschliche Leichenteile als Krokodilköder eingesetzt. Oh, wie grauenhaft. Warum? Wer weiß, warum Übeltäter Übles tun. Ich kam gerade rechtzeitig, um zwei Leute Leichen auf Boote laden und wegreiten zu sehen. Ich setze diesem Treiben ein Ende. Natürlich wirst du. Und als dein treuer Gefährte schicke ich dich in die Richtung dieser Unruhestifter. Einer ging auf den Palast zu und der andere machte sich zum Mumifizierungstempel auf. Hier ist mein halber Lohn, wie versprochen. Treffe dich bei meinem Boot. Ja. Andererseits, ja. Tutmosis, der furchtbare, passt nicht ganz. Halt einfach die Klappe. Meine Güte. Sie wirft Leichenteile in den Fluss, um die Krokodile anzulocken. Könnte man Boot oder so gebrauchen. Oh, ist jetzt selber ins Wasser gefallen? Ja, ist sie. Cool. Perfekt. Komm schon. Aua. Auf. Wie schnell die weggetrieben wurde. Oh, fuck. Hilfe! Hilfe! Autsch! Ja gut, die können wir halt eben jetzt nicht mehr befragen, ne? Die ist hin. So ein bisschen. Kater, musst du unbedingt direkt vor meiner Nase hier rumhopsen. Das. Ja, okay. Wow. Wer denn du
Wo geht's denn dahin? Oh, fuck. Okay, komm mal eben so. Ach, scheiße. Hauptmann. Einer der Schurken, die Krokodile so aggressiv machen. Ja, toll, ich hab gedacht, ich muss jetzt hier in den Palast rein. Dammit. Aus dem Weg! Ich töte dich! Dienstvertrag. Dies ist ein Dienstvertrag über die Dienste des Tuyu und ja, wie auch immer, bekannt als die Zwillinge. Die Zwillinge erklären sich bereit, Tod und Chaos im Umfeld des Abrichtspalastes zu verbreiten. Dazu werden sie alle verfügbaren Mittel ausschöpfen und stillschweigen über diese Mittel wahren. Die Bezahlung in Höhe von 57.000 Silberdrachmen wird von der Echse bereitgestellt. Die Hälfte im Voraus. Die Echse. So. Sobeks Kinder werden jetzt friedlicher sein. So kann man Krokodile auch bezeichnen, ne? So, was haben wir denn noch? Nur noch eine. Ja, das ist was ganz anderes hier. Was zur Hölle? Ein Geschenk der Götter. Was zur Hölle ist das eigentlich? Ah. Hier habe ich noch was. Nee, das habe ich nicht übersehen. Egal. Gut, machen wir noch die eine Nebenmission hier in Memphis und dann sei es das hier auch gewesen. Was? Hallo? Dieb! Ein Dieb! Magi! Ja, ich gehe ja schon. Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen! Der ist ganz schön schnell, der Kleine. Ein Magi sollte aber schneller sein. Wie kann ein so kleines Kind so schnell rennen? Nein. Du hast es geschafft! Ich wusste... Hast du mich hierher gebracht, um diese Banditen loszuwerden? Klar doch! Ich bin schrecklich schlau! Das sagen alle! Wie konnte ein so schlauer Junge wie du für Banditen arbeiten? Ich arbeite nicht für sie. Diese fiese Alte hat ein paar von uns eingesperrt. Sie zwingt uns, für sie zu stehlen. Eingesperrt? Ja, meine Schwester wollte uns retten. Und ich sollte sie in der Werft am Fluss treffen. Aber sie ist nicht gekommen. Suchst du nach ihr? Ich stehle dir einen Apfel. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Ich helfe kostenlos. Wie heißt deine Schwester? Kavit. Und ich Ifri. Wenn du sie findest, sag ihr, dass ich sauer bin. Ach, wie süß. Gott, ich hab ja gleich schon wieder einen Zuckerschock hier. Hallo. Dieses Schiff segelt so schnell nicht los. Nicht wirklich, ne? Ein
Ölhändler. Hat er Kavit gesehen? Das ist der Mast des verbrannten Schiffs. Ein buntes Segel. Ungewöhnlich. Sie hatten die Kinder eingesperrt. Wer bleibt bloß weg, oder ich schlag dir die Zähne aus. Ja. Ganz ruhig. Hast du gestern ein junges Mädchen bei der Werft gesehen? Ich sehe sehr viele Mädchen. Meistens lohnt sich kein zweiter Blick. Sie würden wohl dasselbe von dir sagen. Falls du von mir Informationen willst, hat sich der Preis damit verdreifacht. Lieber werfe ich meinen Geldbeutel in den Fluss. Man muss ihn anders zum Reden bringen können. Wo komme ich denn hier rein? Von oben? Nee. Wie komme ich denn hier rein? Bin ich bekloppt? Bei dem Feuer war bestimmt sogar Reh neidisch. Ja. Es heißt, das Schiff hätte gestern im Hafen Feuer gefangen. Weißt du, was los war? Nein. Ich soll's nur wieder herrichten. Das kann noch etwas dauern. Oh. Ah, das Schiff war im Trockendock, als es Feuer fing. Ölspuren. Der Ölhändler. Hey, du. Stell dich fort von hier, bevor du was zertrümmerst. Manche Leute verstehen einfach nur Gewalt. Ich weiß wie. Ich erzähl dir ja von dem Mädchen, aber mach bloß nichts mehr kaputt. Stell dich fort von hier, bevor du was zertrümmerst. Bei den Gliedern des Osiris, du bist grausam. Was war mit dem Mädchen? Bei meinem zweiten Blick hat sie gerade meinen größten Krug mit Öl gestohlen. Sie verschwand damit geschwind wie ein Dämon. Bei meiner Rückkehr zerschlugen einige Rüpel gerade meine Ware. Möge euer ganzer Haufen doch einfach in Nil versinken. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Kavit stahl diesem blöden Händler einen Krug Öl und versteckte sich bis abends. Im Schutz der Nacht verteilte sie das Öl auf dem Schiff und zündete es an. Das Feuer erfasste das ganze Schiff. Während das Schiff brannte, befreite Kavit die gefangenen Kinder im Hafen, aber die Banditen haben sie wohl erwischt. Wem auch immer das Schiff gehört, war für die Entführungen verantwortlich. Gut, wir setzen erstmal wieder das hier zurück. Verstecktes Kind. Und da ist das bunte Segel. Die Banditen suchen nach dem Kind. Meldung! Wo sind die kleinen Scheißer? Schlirf, du Sau! Schickt mich. Oh. Wo ist Kavit? Sie und die anderen wurden in ein Haus in der Stadt gebracht.
Es gehört einer reichen Frau namens Gaia. Es ist beim Hathor-Tempel. Wirst du meine Familie retten? Bei der Göttermutter. Ja. Gott. Okay, nee, das ist ein starkes Vieh. Was fehlt dir in deiner Familie am meisten? Oh, auf jeden Fall Mutter. Shit. Hab ich dich! Friss das, du Ratte! Au! Autsch! Kannst du mal bitte hier runterspringen? Danke! Sag mal, willst du mich trollen, du Penner? Kann ich ja nicht. Wie komme ich da rein? Da bist du ja. Ah, Kerle, was juckt denn hier? Warum hatte die Wache diesen Schlüssel? Er muss etwas Wichtiges öffnen. Wie sollen wir denn hier runterkommen? Das ist zu niedrig. Oh, natürlich nicht. Wahrscheinlich ist es sehr viel einfacher und ich stelle mich gerade mal wieder nur richtig schön dumm an. Ah! Ja. Lebe ewig. Schickt Neff dich? Nein, der junge Ifri. Wo ist er? Wie meinst du das? Ich bin dir hierher gefolgt. Bring Matt hier heim. Los. Hey, warum gehst du nicht mit ihnen? Ich spüre die Schlampe auf, die meiner Familie das angetan hat. Wenn du mir dabei helfen willst, triff mich beim Haus von Neff. Okay. Okay, geht noch weiter. Oh. Wie hässlich, sie vor den Kleinen zu töten. Was war los hier? Wer war er? Neff. Die Kinder nannten ihn Vater. Das ist sein Haus. Das ist sein Haus. Du bist verletzt. Darauf scheiß ich. Die römische Hexe, die das getan hat, fährt heute mit dem Boot nach Alexandria. Hilf mir, sie stückchenweise an die Krokodile zu verfüttern. Ich gehe auch allein. Du brauchst nicht noch mehr Blut vergießen. Ich tue das selbst. Wäre es das denn wert, die Kinder ohne Schutz zu lassen? Zerstöre ihre Namen, Bayek von Siva. Eile ist geboten. Sonst flieht dieses Monstrum noch. Senno findet ein Schiff mit bunten Segeln schneller als ich. Ja, das schon.
Entschuldigung, ich suche nach einem Mann namens Bayek. Nein, dazu bin ich doch zu schwach. Ich könnte mal ein Boot gebrauchen. Aha, hallo. Ich kann es kaum abwarten, dieser elenden Kavit den Hals umzudrehen. Du hättest nicht herkommen sollen. Aua. Scheiße! Böser Vogel! Was? Autsch. Der hat uns essen. Hallo, ich drücke R. Okay, ich mach noch nicht. Oh, Kerle. Kavit hatte ihre Rache. Das sollte sie besänftigen. Mhm. So, und was jetzt? Oder war es das jetzt? Jo, wir sind irgendwo ganz außerhalb, ne? Nope, das war's. Memphis ist leer gefegt. Hup, hup. Dann geht's beim nächsten Mal. Kling. Irgendwo da hinten weiter.